Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick hier voraus auf die russischen Kreuzer. Die werden nämlich aufgeteilt. Wann wird das alles passieren? Ich würde sagen, irgendwie mit Update 094, 095, irgendwo da könnte es passieren, also zur Mitte des Jahres, Anfang Sommer. Das ist so meine persönliche Vermutung, weil vorher werden wir hier noch den zweiten Teil der britischen schweren Kreuzer sehen. Danach kommen die paneuropäischen Zerstörer. Und das wird auch nicht nur ein Update so sein, sondern wahrscheinlich zwei Updates Minimum. Das war ja bis jetzt in der Vergangenheit Minimum immer so. Sogar teilweise drei Updates. Darum wird das hier danach kommen. Und es wird Umbauten geben. In der Hauptlinie, die seht ihr hier, das werden nämlich die leichten Kreuzer sein. Und hier sind dann die schweren Kreuzer angesiedelt. Die Teilung findet bei T7 statt, hier bei der Schorsch. Und ihr seht auch schon, dass liebe Schiffe, die wir jetzt schon lange im Spiel haben, sich ändern. Nämlich der T5-Schiff, das wird durch die Kotowski ersetzt. Die Kirov wird ein Premium-Schiff. Und das T10-Schiff, ja, das jetzt quasi noch in der Line so drinne ist und so gar nicht zu dem Spielstil der leichten Kreuzer passt, weil hier auch das Kaliber halt relativ hoch schon ist und man ganz anders spielt als mit der Dimitri Donskoi, Tschapajew und Schorsch, die ja eher auf Distanz und so weiter gefahren wären und ja, mobil sein müssen sozusagen, während die Moskwa relativ statisch frontal zum Gegner gestellt ist, sehr tanky für einen Kreuzer und so weiter. Das Schiff geht in die Waffenkammer und wird für Kohle in Zukunft dann erhältlich sein. Also nach dem Update, nachdem das dann auf den Server gekommen ist. Wir haben natürlich auch ein paar Bilder für euch. Und zwar fangen wir hier mit der Kotowski an. Ihr seht, hier haben wir zum Beispiel auch Torpedowerfer dabei. Hier ist natürlich noch kein Radar dabei. Prinzip ist eben, dass man diesen ganzen Baum der russischen Kreuzer so ein bisschen ja, einheitlicher machen will, mehr nachvollziehbar, logischer aufgebaut. Ja? Dass man eben bei den leichten Kreuzern eher flexibel, schnell, wendig und über größere Distanz arbeitet, während der schwere Kreuzerbaum eher einen Spielstil bekommen könnte, ja, wie die Kronstadt. Und zwar nicht wie die Moskwa. Warum wie die Kronstadt? Die schweren Kreuzer werden nämlich ja, so ähnliche Streuung haben wie die der Schlachtschiffe. Nicht ganz so schlimm, ne? Aber sie werden deutlich mehr streuen als Kreuzer Vergleich, also anderer Nationen, andere schwere Kreuzer. Es ist quasi so aufgebaut, umso näher man am Gegner ist, desto präziser werden die Kreuzer sein. Ja? Umso weiter man weg ist, desto höher wird die Streuung sein. Aber wie gesagt, nicht so ausgeprägt wie bei den Schlachtschiffen, sondern so als groben Richtungswert kann man sagen, es wird so sein wie bei der Kronstadt. Das haben sie auch im Stream gesagt, dass das so sein wird. Die schweren Kreuzer werden Kaliber haben von 180 bis 220 mm, während die leichten Kreuzer 152 bis 180 mm behalten werden. Die schweren Kreuzer werden Radar haben. Sie werden eine sehr stark verkürzte Scharfschaltdistanz für die AP-Munition haben. Das heißt, die wird nicht so lange ticken, bis die Granaten sich quasi in ihrer Wirkung entfalten. Und damit soll es zu weniger Overpens kommen. Das ist das Ziel. Es wird sehr flache Schussbahnen haben, also sehr gute Ballistik, ja. Und es wird eine sehr hohe Penetrationskraft für Kreuzerverhältnisse sein bei der AP-Munition. Also da bin ich schon super stark drauf gespannt. Was natürlich besonders ist wahrscheinlich gerade bei den schweren Kreuzern dann hier die etwas längere Nachladezeit. Ja, das muss man ja irgendwie kompensieren. Balancegründe sozusagen. Und ja, eben diese eben schon genannte besondere ja, Streuung, die dann in das Spiel kommen wird. Das hier, wie gesagt, ist jetzt erstmal der T5-Kreuzer. Davon bin ich eigentlich abgekommen so ein bisschen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Torpedowerfer dabei. Wir können noch nichts weiter zu den statistischen Werten sagen. Da haben die nämlich gar nichts zu gesagt oder hier irgendwelche Werte veröffentlicht. Das wird erst mit der Zeit kommen. Werdet ihr natürlich hier wieder in Deutsch erfahren auf dem Seacross-Kanal hier. Da werden wir über alle Sachen reden. Und wenn die Schiffe dann zum Test verfügbar sind, werden wir sie natürlich auch für euch ausgiebig in den Livestreams testen und dann gegebenenfalls halt auch separate Videos hier bei YouTube online stellen, so wie ihr das bei den Testschiffen schon von uns gewohnt seid. Das hier ist dann die Alexander Newski. Ja, das wird der neue T10-Kreuzer werden.
der dann wahrscheinlich bei 180 mm liegen wird. Ich persönlich finde ihn so, ja, doch schön russisch gebaut, aber ganz neu für T10 leichte Kreuzer. Wir haben hier einen 5-fach-Torpedowerfer dabei. Wir wissen da, wie gesagt, die Werte überhaupt nicht. Kurze Reichweite, lange Reichweite. Ich vermute eher kurz, weil es so typisch russisch. Und ja, wir haben dann hier auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Türme, A2 Rohre voraussichtlich. Also 8 Mumpel in der Luft, kann man sagen. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, hat die Donskoi doch Dreiertürme, oder? Die Donskoi hat doch Dreiertürme, aber 3 Türme A3 Rohre sind 9. Und hier hätte man ja sogar nur 8 Rohre, also würde man sich von der Rohranzahl sogar verschlechtern. Also kann man davon ausgehen, dass hier die Nachladezeit dann halt schneller sein wird, ne? Und bei den leichten Kreuzern an sich wird hier sich ja nicht so viel verändern, sondern es werden halt nur in Anführungsstrichen die Schiffe ausgewechselt, wenn man dazu sagen will. Kommen wir dann doch mal zu dem T8-Kreuzer. Ich hatte ja gesagt, von der Schorsch ab spaltet sich sozusagen der Baum auf und dann kann man wählen, ob man den leichten oder schweren Baum weitermacht. Die Tallinn ist der erste Vertreter der schweren russischen Kreuzer sozusagen. Ein bisschen bessere Panzerung soll da vorhanden sein. Und eben ein anderes Kaliber. Ich denke, dadurch, dass das heißt, ab 180 mm gehen die schweren Kreuzer los, gehen wir hier bestimmt bei 180 mm dann los. Und hier haben wir interessante Turmanordnung. Wir haben 2 Türme vorne, A3 Rohre. Und hinten, so wie es mir jetzt aussieht, nur ein Turm mit 3 Rohren. Haben wir also 9 Mumpeln in der Luft mit 180 mm auf der Tierstufe 8. Und auch hier haben wir einen 1, 2, 3, 4, 5-fach Werfer einer Seite. Okay, kann man mal so mitnehmen, ja. All diese Schiffe werden halt auch, wie ich eben schon sagte, Radar haben. Außer der T5-Schiff. Also nicht, dass ihr denkt, der T5-Schiff hat jetzt auch Radar. Dieses Schiff hier, also T5 nicht, aber diese Schiffe, die dann ab T8 halt losgehen, werden auf jeden Fall Radar haben. Also von den neuen hier, ne? Das ist, wie gesagt, die Tallinn. Und dann geht's weiter zur Riga. Und da sieht man auch, dass die Rohre einfach einen größeren Durchmesser haben. Und sich das ein bisschen mehr in Richtung sozusagen Moskwa entwickelt. So von dem. Von den Aufbauten her und so weiter. Und da haben wir hier 2 Türme vorne und so wie es für mich aussieht, ein Turm hinten. Und hier fehlt dann der Torpedowerfer. Das heißt also, ab T9 bei den schweren Kreuzern werden wir voraussichtlich Work in Progress keinen Torpedowerfer dabei haben. Auch mal so nice to know. Ja, so, das sind so die Sachen, auf die man so ein bisschen achten kann. Wie viel Flak Mounts die hier haben, also wie viel Flugabwehr und so weiter. Ich glaube nicht, dass das so viel Rückschlüsse zulässt, weil da kann man ja über den kontinuierlichen Schaden da so viel regeln und so weiter. Das weiß man nicht. Wie gesagt, was sie im Stream gesagt haben, ist, dass die Panzerung auf jeden Fall schon ein bisschen stärker sein wird. Wie viel Millimeter werden wir dann sehen, wie die Anordnung genau ist, werden wir dann auch sehen. Und ja, zu guter Letzt gucken wir uns hier noch die Petropavlovsk an, ja. Komisch, die russischen Namen kann ich besser aussprechen als die finnischen oder skandinavischen oder britischen oder was es da alles so in der letzten Zeit gab. Aber da fühle ich mich ein bisschen wohler mit irgendwie. Da haben wir auch frontal 2 Türme, A3 Rohre pro Turm. Und hinten sieht es mir auch nach einem Turm aus, keine Torpedowerfer dabei. Und was man jetzt bei den Italienern schon gesehen hat, ein ganz langes Ende, dann kommt die Brücke, die steht so ziemlich in der Mitte des Schiffs, finde ich. Und dahinter die Aufbauten, doppelt Schornstein und hinten dann wieder was ein einzelnes Geschütz. Ja, ehrlich gesagt, optisch finde ich die sehr interessant. Typisch russisch finde ich sehr, sehr spannend. Wie ich allgemein den Umbau an sich sehr, sehr sinnvoll finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil doch die Moskwa so ein echter Steelbreaker war. Ja, also ein echter Stilbruch von der Variante her. Weil sie ganz anders zu fahren war als die, eben die leichten Kreuzer. Und also bis zur Dmitri Donskoi. Und jetzt wird das endlich vernünftig abgespielt. Darauf habe ich schon so ein bisschen spekuliert. Also nicht, dass ich damit jetzt gerechnet habe, aber ich habe schon darauf spekuliert, dass man sagen kann, ey, da wird es wahrscheinlich dann doch demnächst mal irgendwann eine Änderung geben. Der Baum, der sieht mir so ein bisschen, ja, verzwickt aus. Und das ist ja jetzt dann auch... Der russische Baum hat ja dann gespaltene DDs und dann jetzt eben auch gespaltene Kreuzer. Die russischen BBs kamen jetzt, dann könnte man schon fast sagen, jetzt gibt es zu viele russische Kreuzer im Spiel. Naja gut, irgendwo mussten sie anfangen. Kann man dem jetzt auch entgegnen. Aber ja, es wird da sicherlich noch einiges folgen. Ich persönlich bin ja noch ich habe so noch den Gedanken, dass vielleicht irgendwann mal der deutsche Baum geteilt wird nach leichte und schwere Kreuzer und die Mainz jetzt nur so ein Anfang ist.
ja, mit denen sie anfangen zu testen oder so. Der französische Baum könnte auch dran sein. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Wir sind hier bei den russischen Kreuzern. Mir gefallen sie. Es ist prinzipiell erstmal spannend. Ja, auch man muss sich hier halt auf eine längere Nachladezeit einstellen, so ein bisschen wie bei den britischen Kreuzern vielleicht. Ja, und dann müssen wir mal weiterschauen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, wie ihr die neuen Kreuzer findet. Ob ihr das jetzt zu früh findet, dass der Baum schon aufgeteilt wird oder ob ihr alles so gelassen hättet und so weiter. Was man auf jeden Fall zur Beruhigung jetzt schon mal sagen kann, alles, was ihr habt, werdet ihr auch behalten. Ja, also die Moskwa wird behalten, wenn ihr sie halt jetzt schon habt. Und wenn die Kirov da ist und auch im Hafen steht, wenn da also diese Baumaufteilung hier stattfindet, dann werdet ihr auch die quasi geschenkt bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr wisst ja wie immer, ihr solltet jetzt anfangen zu sparen und die Schiffe nicht verkaufen. Ja, umso mehr Schiffe ihr habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sehr lukrative Vergütungen bekommt dafür, dass der Baum eben umgebaut wird. Ne? Erstattung. Ihr kennt's, wir hatten ja schon tausende Umbauten in der Vergangenheit, wo wir immer ordentlich absagen konnten als Spieler. Und das lege ich euch natürlich hier auch wieder ans Herz. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann beantwortet die, wie gesagt, gerne in den Kommentaren unter dem Video oder in unserem Discord-Kanal oder unter so einem Facebook-Post, wo ihr das gerade möchtet. Achten wir so ein bisschen drauf und schreiben dann dazu, wenn es da irgendwie Rückfragen geben sollte. Ich wünsche euch jetzt was, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.